Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Los Hügeland mit dem lieben Sebi und dem lieben Florian. Hallo! Einen wunderschönen! Hallo! Nio! Hätte gedacht schon wieder, let's go! Ja, wunderschöne, wunderschöne Antwort vom Video. Ja, wir sind tatsächlich nach einer Weile wieder zurück. Fragt euch nie, wieso es tröpfelt, es hat vorhin auch schon gedonnert, es ist keine Wolke am Himmel, bis auf da hinten ein paar vereinzelt, die Sonne scheint. Hey. Also, ja. Frag mich nicht, weshalb, warum? Wir haben ein Verfahren in unserer eigenen Gegend. Perfekt. Ja, auf jeden Fall, ich habe einen ganz kleinen Tausch vorgenommen, und zwar habe ich den Betrag weggemacht, aus dem ganz einfachen Grund. Und zwar, oder nicht den Betrag, den JCB, ein Betrag. So. Okay, ja. Und zwar, kommen wir nochmal zur Erklärung, weshalb ich den Traktor getauscht habe, aus dem ganz einfachen Grund, der JCB hat maximal 245 PS gehabt. Und da dachte ich mir so, ja, wenn wir jetzt größere Gerätschaften oder so weiter brauchen, brauchen wir natürlich auch dann schließlich mehr PS und dann müssen wir direkt einen neuen Traktor kaufen. Da haben wir gedacht, nee, ist jetzt auch nicht so geilo. Deswegen habe ich mir den wunderschönen Fendt NE24 jetzt gekauft, hat jetzt so viel PS wie der vorher, der andere kann man aber bis zum NE30er mit 300 PS maximal aufschrauben. Ich weiß wieder nicht, ob es den... Ja, ich weiß wieder nicht, ob es den... Ja. Das ist Mario GMS und kein Mario, ha. Mann. Auf jeden Fall, ja, wiederum weiß ich nicht, ob es den so wie jetzt hier öffentlich, so wie jetzt hier steht, öffentlich zum DL gibt. Kann ich euch in dem Teil noch nicht sagen, mit den ganzen Aufkleber und so weiter. Würde ich euch nicht voll spammen, dann passt die ganze Sache. So, Jungs, ich würde mal sagen, wir beginnen mit den Arbeiten, die wo so anstehen an einem Frühlingstag bei 5 Grad Außentemperatur. Ja, ist mir auch voll. Also, was würden wir denn überhaupt machen? Also, ich würde. Frühling. Also, aus der ganzen. Gruppern. Also ich würde jetzt erst mal sagen, wir müssen Bodenproben nehmen. Maybe. Weil es sieht danach aus. Ich fahr da mal los, du. Ja. Dann steigen wir in den Kollegen einmal ein. Ich muss mein Zeug noch einstecken, warte. Oh nö, jetzt ist das Tor hier zu. Ja, warte, ich muss warten, bis du draußen bist. Und ich warte, okay, wunderbar. Muss ich nämlich da jetzt rauskommen. So. Wieder zurück, bitte nicht vom Sound erschrecken, Leute. Ja, er ist laut. Ja, ich hab mir auch das Wanderlaufen hin. So, wunderbar, mit dem Heber schalten. Perfekt. Okay, oh, so kommen wir dem jetzt, so wollen wir nicht. Hier ist die Seemaschine. Sei froh, dass ihr einen Hebel habt zum Schalten. Ich kann gar nicht schalten. Ja, okay, wir haben eigentlich ein Radio, aber ich schalte schöner hier mit dem Hebel. Gefällt mir tatsächlich besser. So, also jetzt okay. Mal von dem abgewandt, was jetzt hier Bodenproben nehmen und so weiter angeht. Erstmal gucken, was gibt's jetzt so auf die Felder. Irgendwas ist im Wachstum, okay. Die 40 ist im Wachstum, ist noch irgendwas Soll anderes ich da im Wachstum. Eine Seemaschine hinten dranhängen? Wir müssen es, glaube ich, erstmal. Nee, wir müssen. Bodenproben. Erstens das und zweitens, wir können dann zwar gleich sehen, aber wir müssen sowieso erstmal gucken, ob die Temperatur überhaupt passt. Wir haben bloß 5 Grad. Und da kann man jetzt nicht allzu viel sehen. Haben wir zwei drüber? Nee, ich glaube nicht. Normalerweise einen. Also, wir haben. Wie sieht's mit der Teilzugstaub? Wie sieht's Wetter aus? Okay, Wetter einigermaßen. Geil, ich aufgefahren bei Regen raus, du Kuppern. Ja, es ist keine Wolke am Himmel, also ich versteh's nicht, aber okay. Also, da haben wir. Welches Feld muss denn überhaupt gekuppert werden? Keine Ahnung. Also. Warte, ich mach jetzt erstmal Mut aus, weil der immer zu laut, da kann ich mich nicht konzentrieren, so. So. Wo bist du? Bei 32, 30. Also 12. Bei 5 Grad. Also wir haben 5 Grad Außentemperatur. Wir können sehen, die Weizen oder Gerste. Ich fange mal zu 32. Kartoffeln, Zuckerrüben, Pappeln, Raps. Ja, das kommt sowieso nicht in Frage. Ja, vielleicht. Wie liegen die Preise? Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, ganz einfach schlicht und weg. Hafer. Sieht auch ganz gut aus. Das ist eine Wiese. Kann mir einer erzählen, wieso man Hafer bei der Molkerei verkauft? Hallo? Hafermilch. Ja. Kann ich dann ansehen? Ja, also wir haben jetzt erst. Ja, okay, Hafer können wir sowieso nicht machen. Da fehlt uns ein Grad-Tempo, beziehungsweise fehlt uns ein Grätchen. Heute, es wird aber noch wärmer. Das heißt, wir können einen Ticken vorspulen, da wird es wärmer werden. Das wird in der Hinsicht schon mal passen. Ja, ich hol schon mal die Seemaschine.
Ja, wir müssen jetzt dann sowieso erstmal ein paar Stündchen vorspulen, ansonsten würde das Ganze nix. Dann gucken wir mal weiter. Was kann man bei 5 Grad also maximal? Also heute haben wir maximal 8 Grad. Ja, da haben wir sie wahrscheinlich. Durchschnitt, nee, warte mal, das ist doch Bodentemperatur, oder nicht? Doch, war halt schon. Flo, wie wär's, Temperatur. wenn du eine Runde Bodenproben machen gehst? Ja, ich gucke jetzt gerade erstmal, wie es denn damit die Dingens aussieht. Was wir sehen können und was nicht heute. Minimale Temperatur 200, Durchschnittstemperatur 5 Grad. Okay, das bräuchte uns nix. Also es geht ja normalerweise um die Bodentemperatur, wenn man was aussieht. Wir haben jetzt bis dato 4 Grad Bodentemperatur. Das heißt, uns fehlt noch 1 Grad, dann könnten wir was ansehen. Das heißt, wir müssen dann später vorspulen, damit wir was ansehen können. Okay. Die Ja, ich Maschine glaube. hängt schon in dem Fend. Hab's schon gesehen. Ich bin im Knallgas geben. Hinter meinem schönen Black Okay. Beauty. Okay. Können wir irgendwas sehen bei 4 Grad? Nee, ne? 5 Grad. Ja, wobei, das Zeug aber. So. Das bringt uns jetzt eigentlich in der Hinsicht nichts. Aber das Gute ist, wir haben Zeug im Lager, das wo ich jetzt erstmal gucken werde. Das ist jetzt verschabbelt war. Die Felder sind scheiße. Echt? Du kannst ja nicht mal GPS verwenden. Ja. Perfekt. Schwierig dann. Also Perfekt, auf der ja. Karte hat das Feld hier eine gerade Linie. Wo Gerade ist bist er nicht da. du überhaupt? Auf Feld 30. Feld 30, warte mal. Nee, beim Hof. Achso, da. Ja. Ja. Gerade ist anders. Das ist. Es regnet halt wirklich, wie wenn ein Scheibenwischer läuft. Na, okay, gut. Ich lass offen, das stört die ganze Zeit nur. Ja, gut, ne? Das war eine seltene Idee mit der Idee hier, aber. Alter, der Deutsch kackt ab, Okay. ne? Ehrlich. Okay, der Sound. Jo. Gut, ne? Das Moment mal, heißt seit ja wann nicht haben wir Soundschief. Scharen? Weiß ich auch nicht. Wieso? Traktionskontrolle an. Jetzt zieht er gleich Ein hin. Grad fehlt uns nur, dass ich ansehen fahren kann. Ja. Der Da Deutsch kann man sieht jetzt das gleich viel zeigen. besser. Dann ist gut. Ich freue mich schon wieder auf meinen Johnny. Ja, Anfang ist immer ein bisschen chaotisch, deswegen müssen wir erstmal gucken, was wir überhaupt machen können. So, ich nehme jetzt erstmal hier was mit. Ich nehme mal mit Hafer. Ne, was haben wir am meisten? Ja, Fahrst du das. mit dem LKW gleich? Ne, aber jetzt gerade die zwei Hänger hinten dran. Mann, jetzt haben wir extra einen LKW. Du nimmst ihn nicht. Mann. Ich bin nicht der LKW-Typ. Ich weiß. Der, Deswegen wo nutze der ich ihn auch LKW-Typ nicht. bin, der, wo der LKW-Typ ist, das bin ich. Ja. So, dann haben wir die zwei voll. Was heißt voll, ne? Also, ein bisschen was ist drin, sagen Soll wir ich schon so. mal das Feld 30 aufsuchen? Ich bin doch Jetzt. nicht mehr außen rum. Ja, ich weiß, die Felder hier sind groß, jetzt habe ich aber Schaden von gesagt. Du sagst, nee, ich kümmere mich um die Felder. Ja, gut, ne? Ja, das dauert halt. Ich glaube, wir brauchen noch Ja, nicht Flo, einen ich habe neuen mir zweiten mit dem Burschen Drucker. 9 Tage eingestellt bei den Tagen. Ich kann das immer umstellen. Das ist nicht Auf das mir hast du Problem. 9 eingestellt. Ich hab 6. 6 müsste vielleicht auch noch knapp gehen, aber dann wird's echt stressig. Ja, Bei der Skillkröte. wir können die jederzeit umstellen. Also an dem scheitert es nicht. Ich glaube, das ist das kleinere Problem Kann er nochmal. nicht mal unterm Fahren GPS einstellen, weil hier alles so krumm und schief ist.
Was passt denn bei dem Motorsound nicht? Ah, warte mal. Oh, wo konnte man das gleich wieder einstellen, wie hoch er denn drehen soll? Hallo? Können wir vielleicht noch einen zweiten Gruber mieten, dass wir ein bisschen schneller arbeiten? Ja, können wir dann gerne machen. Bei diesem komischen... Ich hab's schon gefunden, Maxi... Okay. Töne her bei Maximaldrehzahl. Okay, es ist besser, weil der hat gerade Ultra. Was, 80 ist das niedrigste? Oh, nö. Was ist? Gut, okay. Ja, das ist viel zu hoch. Ja, das hört sich schon besser an. Haben wir gerade. Ah ja, jetzt ist es schon wesentlich angenehmer. Warte mal. Ich habe natürlich auch gar nicht nachgeguckt, wo man denn hin muss mit dem Zeug. Wir haben einmal geladen Raps, bringt der beste Weise Getreidemühle und fürs Sonnenblumen. Ja. Auch was, ne? Das heißt, wir dann das Beispiel Getreidemühle, wo sind die? Ah, da hinten. Hallo? Ah, okay. Ich habe ja vorhin das Thema angesprochen mit den Grubbermieten. Welchen wollen wir dann mieten? Warte, ich guck kurz selber kurz mit nach. Wir müssen da gucken wegen die PS. 200. Aber ich würde eher eine Scheibe irgendwie sagen. Weil wir haben jetzt auch eine Scheibe. Okay. Ich sag dir mal meine PS-Zahl. Ich habe 265 PS. Ja, ich wusste schon die PS-Zahl, das weiß ich ja. Das Ding ist halt, scheibeneng haben wir halt keine gescheite drauf, die wo für so eine PS-Zahl ausgelegt ist, außer wieder die Feder, die Federstelle, aber das ist gleich, wie wir schon haben. Bis auf die würde noch gehen, aber der hat plus 4 Meter, der lohnt sich jetzt nicht so wirklich. Die hat jetzt 6. Wie wär's mit der Linken? Scheibeneng, Mensch. Ja, bei Scheibenengen die Lemken. Die braucht 400 PS, ne? Also, ja. Schwierig. Schwierig. Da fehlen ein paar PS. Also wir haben hier 6,265. 5 Meter 240. Was haben wir standardmäßig? Der braucht 400. Kann doch jetzt sehen, dass die Scheibenengen so viel brauchen. Groß. Ja, dann... Die 8 Meter Federstätte, die könnte man erziehen. Ja, aber die Federstätte ist halt... Ja, es sind 8 Meter, ne? Und die Gruppe... Aber das mal im Philipp helfen. Und die Gruppe sind... Ja, dann können wir auch die... Dann können wir auch nochmal die Federstätte nehmen. Die habe ich kein Problem mit. Ja, ich fahr schon mal zum... Ich habe eine 6,2 Meter Gruppe von Driftler gefunden. Der braucht halt 200 PS, aber gut. Ja, 6,2 Meter ist halt auch wieder wenig. Also das heißt wenig, aber bei unseren Feldgrößen, schwierig. Und die Federstelle hat jetzt 8 Meter, kostet 3000 Euro in der Miete, also. Ja. Wohl, warte mal. Ich bin schon unterwegs. Was meinst du? Wir können auch die Standard-Federstelle nehmen. Die hat halt jetzt, die braucht halt jetzt 340 PS, aber dann läuft er ein bisschen langsamer, das ist auch nicht die Welt. Ja, aber die wegen 30 Zentimeter? Jo. Wahrscheinlich die 13. Ich glaube mir, die machen es aus. Preistechnisch in der Miete sind wir schon haben. Preistechnisch in der Miete ist die 8 Meter ein bisschen billiger. Mir ist es wurscht. Mietet was er will. Die 8 Meter gekommen. Okay. Voll der Geist. Jetzt bin ich gerade rausgetappt. So. Hallo. Was hat das immer so, ne? Dann mieten wir den Kollegen. Aber Sebi, du fährst dann gleich zu einem anderen Acker, würde ich sagen. Steht am Händler bereit. Was ist? Du fährst dann gleich zu einem anderen Acker. Ja, mach ich. Zu dem, ne, Entschuldigung, zu einem anderen Feld oder beim gleichen Feld noch? Du fährst zu einem anderen Feld. Okay. Die 32 zum Beispiel ist direkt daneben, oder was haben wir noch alles?
Die 32. 31. Ist echt, die 32 in die Wiese? Jo. Okay. Ja, dann. Wer muss ich da? Zu welcher muss ich dann? Kannst du den aussuchen. Okay. Auf jeden Fall die, wo keine Wiese ist, da will ich nicht grubbern. Ja, du musst halt gucken, was, obwohl schon was wächst. Wie zum Beispiel, glaub die 31 ist abgeerntet oder sowas, dann müsst ihr drüber grubbern werden. Oder gescheimend, in dem Fall. Ich fahre schön gemütlich hinterher. Also hinter mir, oder was? Ja. Seh die Spiegelgeule. Ah, da hinten. Ja, das war gerade ein Grüß. Konnte mal wieder nicht fahren. Romeo ums Eck. Jetzt wollen wir mal gucken. Getreide müsste da hinten, das heißt da vorne dann da ja rechts hoch, okay. Oh. Also gut, jetzt ist dann gleich, sind die gleich in den Bahnen gleich weg alle. Dann ist gut. Ich weiß gar nicht, da richtig schön große, lange ballern. Tempomat, GPS ist drin, ab geht's. Let's go. Ich hab Spotify nicht an. Warum hab ich Spotify nicht an? Ich würde gerne auch Spotify anhaben. Aber geht halt nicht. Immer nur gerade so weiter, gut. Okay, geht noch geradeaus weiter. Ich habe immer das Gefühl, ich bin schon lange an der Abzweigung vorbeigefahren, aber vielfach gerade, das sind die Wege Länge. Ja. Jo. Oh Gott. Irgendwie würde ich gerne überholen, aber ich weiß, dass hier vorne irgendwo ist. Oh, ist die 14 abgeerntet? Die ist direkt neben, ne, da wächst glaube ich was drauf. Aber ich weiß jetzt nicht, ich fahr zu 31, ist. Die ist abgeerntet. Ja, passt. Muss ja irgendwo links rein. Die 14 ist ein Wachstum, jo. Oder wo ist die Getreidemühle? Da hinten irgendwo. Komm, ah ja, hier. Muss fällt gerade nur mir auf, oder haben wir wirklich bloß zwei, Was meinst du? Wir haben drei normale Felder. Sonst ständig nur Wiesen. Echt jetzt? Ja. Ja moin. Aber okay, die Felder sind dementsprechend groß, also ich glaube, die drei sind wir schon ausgesorgt. Ja, momentan schon, ja. Wiesen sind Wiesen, die einfach handhabbar. Hier muss ich glaube hier rein, so wie es aussieht. So Leute, ich bin ja mal da, ne? Sieht, Alter, das sieht ein bisschen abgeranzt hier aus. Bin ich hier richtig? Ich glaube irgendwo da hinten hätte ich abkommen müssen. Flo, pass auf, dass du nicht bei der Oma Rita bist, gell? Die gibt dir wieder Kekse.
Er war wieder so dick. Ich bin diesmal gut geschützt. Ich habe ein Fend, auf dem draufsteht, don't touch my Fend. Also alles cool. Die Oma Rita traut sich da nicht ran. Gibst einfach dreimal Gas. Also Flo, oh nein. Die Befürchtung, du Dio hattest, ist bei mir in Erfüllung gegangen. Ich bin an der Einfahrt vorbeigefahren. Perfekt. Kann ja. Aufladen. Ich wollte zu 31 fahren und dann bin ich einfach weitergefahren. Ich sollte auch mal richtig schalten. Wieso? Ja. Why? Überladen starten. Oh, ist das schön. Ach, schöne Holz. Feldballern. Links. So kann ich doch nicht abkippen. Gibt's hier keine Raps? Doch. Jungs, regnet's bei euch noch? Bei mir hat's jetzt aufgehört. Bei mir auch. Mein Scheibenwischer läuft nicht mehr. Bei mir auch. Ich kann nicht mehr abkippen. Was ist das? Hä? Nee, kann hier nichts abkippen. Hinten geht's, vorne geht's nicht. What the? Okay. Ich stehe schon zu weit vorne. Also ich hatte ein Abladesymbol. Aber es... Kann es sein, dass du das Abladesymbol für den hinteren war? Nee. Das ist der vordere. Aber ich kann hier keinen Raps abladen. Bist du schon am richtigen Ding? Ich kann hier normalerweise... Bist du dir sicher, dass du nicht bei der Oma Rita bist? Raps, Getreidemühle. Und ich bin bei der Getreidemühle. Ja, und ich habe Raps geladen. Gibt's zwar noch eine Verkaufsstelle da? Raps. Nein, nicht mal bei der Getreidemühle-Ding. Nee, der nächste ist bei der Wassermühle für Raps. Was ist denn die Wassermühle? Da hinten irgendwo, oder? Nee, natürlich nicht. Scheint irgendwo ganz unten. Beim Sägewerk, neben dem Händler, da. Ah, da ist die Wassermühle. Ja, okay, das ist ich hab eigentlich bloß am Wasser gesucht, ne? Der Preis ist halt genau der gleiche und hier sinkt er halt nur, also da fahr ich weit, aber ich versteh's nicht, wieso ich ihn nicht abladen kann. Warte, einen Versuch habe ich noch. Zwar hänge ich aber den hinteren Hänger ab. So. Ich weiß nicht, ob es dann funktioniert, keine Ahnung. Vielleicht noch ein Stück hinter. Nö. Gut. Dann frage mich weiter, weshalb. Die Kabel sind dran. So. Gut, dann fahren wir halt weiter, ne? Sind wir ein bisschen spazieren gefahren. Ist auch egal. Dann machen wir da die Pläne drauf. Dann fahren wir wieder weiter. Da kann ich halt jetzt auch nichts für, ne? Wenn die das nicht annehmen wollen, dann pfff. Ist mir dann auch wurscht. Also mein Deutsch läuft schön ruhig mit 17 km/h per Mann. So. Ich freue mich schon wieder auf 2500 PS, ob nichts hinten dran merkt. Ja. Oh ja. Nee. Ging's da schon runter? Ich glaube, da ging's runter. Nee, ging's da noch nicht. Okay, dann. Dann ist alles gut. Was ist denn jetzt los? Jetzt kackt ab, oder was? Einmal gut geredet und dann passiert das. Perfekt. Ja, bergauf komischerweise so habe ich runterschalten müssen. Aber das Praktische an der Vierfachkarte ist, der Verkehr kommt dir echt sau wenig entgegen an manchen der Stellen. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie die Karte im Sommer aussieht, wenn alles grün ist. Mhm. Ich auch.
Gucken wir da heute noch runterkommen zu der Verkaufsstelle, ich hoffe es mal. Mir fällt gerade auf, der Krupper hat ein Zugmaul-Dings von uns. Ich hab den am Kugelkopf dran. Schwierig. Ich glaube nicht, dass der Krupper eine Nachlaufachse hat. Aber da ist auch irgendwas angeschlossen. Okay. Auf der einen Seite. Fragen über Fragen, du. Ah, alles klar. Und ich habe kein Öl. Also, Ölschleiche sind mangelweise. Da habe ich sogar nachguckt, also dem hat es nicht gelungen, dass ich nicht abladen konnte. Und ich habe 1, 2, 3, 4. Also hier vorne wir dann gleich rechts, ne? Ich hab 5 Ölschläuche. Nee, noch weiter. Keinen einzigen Anschluss. Yay. Das will. Wunderbar. Das ist gut. Das ist schon wild. Sebius, ruhig. Hallo? Er ist noch da. Nee. Doch, da ist reingegangen. Scheiße. Oder geht's da vorne auch rum? Nee, vorne geht's glaube ich der richtige Weg rein. Okay, Knallgas davor. Fährt Sebi noch? Ja. Dann lass mich weiterfahren. Ich. Hast du was stehen lassen? Nein. Okay. Tempomat rein und dann vom Gasgang und jetzt werden wir. Oh, der hält sogar, danke. Oh, die Stadt kenne ich. Plus Hügelland 17er. Also er ist noch da. Ja. Hier ruckelt es ein bisschen. Wenn wir in den Teil kommen, wo wir noch nie waren. Was hier hinten? Schaut aus wie ein Obi. Oder ein Baumarkt. Gut. Mein Handy tun das noch ein. Ich hab's gehört. Okay, vorne müssen wir jetzt dann rechts. Ah ja, da ist auch angeschrieben. Gut, hier geht's rein. Okay, der Weg, ja. Wieso wächst da unten mal? Egal. Bin ich schon nicht hinterfragen. Oh ja, das ist echt ein bisschen. Ja. Sind da, ne? So Jungs, ich hoffe jetzt, ich kann nicht abladen, ansonsten... Jetzt kann mir noch keiner erzählen. Hä? Schon wieder nicht? Ich kann mit dem Teil nicht abladen hier. Flüssigsteig mal kurz ein, kannst du mit dem abladen? Also der hintere Anhänger ging einwandfrei, aber der vordere, nö. Hat null Bock. Also ich hab Abladesymbol, aber... Funktioniert einfach nicht. Ich habe eine kleine Frage. Hm? Wie geht GPS bei VCA nochmal an? Steuerung B. Steuerung B? B. Danke. Und wie sieht man den Kurs? Wenn Steuerung B drückt, dann ist er normalerweise da. Und wie sieht man den? Hä? Er wird ja angezeigt, mit Stricklern. Alter, ich spam den gerade so. Wir werden keine Stichlern anzeigen. Das geht nicht. Also, ich weiß nie, warte mal. Warte. Und vielleicht muss ich seine VCA anschauen. Ja, versuch's mal jetzt. Das wird nicht genommen.
verschwinden. Bei mir steht dran, die Rast wird hier nicht genommen. Ich hab die Kabel, ich hab die Kabel hochkuppelt. Versuch's mal nochmal. Warte mal, Abkippseite links. Rechts, mag rechts. Ich hab schon alles ausprobiert. Geht einfach nicht. Also, ich weiß nicht, haben wir kaputten gekriegt? Also hinter ist tadellos gegangen, aber Raps. Also ich weiß nicht, ob du es hörst, aber. Ich hör's. Es geht nicht. Geht nicht. Ja. Quantschieber. Na gut, Leute, ne? Da würde ich mal mit diesem wunderschönen, nicht ganz so tollen Bild, aber schönes Bild, die heutige Folge auch beenden. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die ich mal sehen darf. Ein Dömpchen wäre ein Träumchen, kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf. Wer fand er digital? Glocke aktivieren, damit du nichts mehr verpasst, das von mir. Ich hab verstorben. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Löshügelland. Und bis dahin, macht es gut, haut dir rein und ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.